Also an fast allen Sitzungen, die öffentlich stattfinden, bin ich häufig noch mit anderen Mitgliedern unseres kleinen Vereins oder Berufsverbandes präsent. Die Aufklärungsarbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Berlin des Bundestages neben den drei PUAs der beteiligten Landtage leidet vor allen Dingen unter diesem Mangel, dass halt kein fachkundiger Mensch vorhanden ist. Also es weiß offenkundig niemand, wie tatsächlich operativ mit V-Leuten bei Polizeien und bei unseren Geheimdiensten gearbeitet wird. Die Abgeordneten bekommen lediglich etwas erzählt, mal von Zeugen, ein anderes Mal, was weiß ich von wem. Und ein anderes Problem ist, dass diese Mitglieder des Untersuchungsausschusses und der in Berlin arbeitet schon abgehoben gut zu anderen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen des Bundestages, was maßgeblich am Vorsitzenden Ederti liegt, die werden massiv behindert. Also entweder durch informationsunwillig herumlabernde Zeugen, wobei es auch schon das Gegenteil gegeben hat, oder indem ganze Aktenbestände vernichtet werden. Also das, was man allgemein, also die Arbeitsweise des Untersuchungsausschusses hat sich an der Strafverfahrensordnung zu orientieren, Verdunklungshandlung nennt. Also reihenweise müssten bestimmte Zeugen, die dort aufgetreten sind, überprüft werden, ob sie nicht selbst Rechtsextreme sind. Das betrifft besonders einige Verfassungsschutzbeamte. Und also diese Kategorie Verdunklungshandlung steht ohnehin im Raum. Denken Sie nur an diese Tatsache, dass der Verfassungsschützer in Hessen, der bei dem Kassler-Mord nichts gehört, nichts gesehen, nichts gerochen haben will, dass der Junge nie in U-Haft einzog. Also jeder normale Bürger wäre längst weggesteckt worden. Das allerdings, und damit kommen wir auf zwei Details, hat ja selbst der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Hessen in seiner Vernehmung kundgetan, er hätte diesen Mann in Untersuchungshaft genommen, wenn er zuständig gewesen wäre. Er hatte allerdings ja auch einen Anruf seines damaligen bayerischen Innenministerkollegen, wonach eben dieser hauptamtliche Verfassungsschützer als Tatverdächtiger in Frage kommt. Ja, natürlich, das ist er ja auch gewesen. Also die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten, die damals den Fall bearbeitet haben, den können Sie heute noch einmal hinstellen. Sie werden nicht schnell genug vollgemacht werden bei den Dingen, die als Behinderung bei ihrer Ermittlungstätigkeit erlebt haben durch Behörden des Landes Hessen. Springen wir in diesem Zusammenhang mal, weil es bezog sich ja konkret auch auf eine Untersuchungsausschusssitzung, die Sie auch miterlebt haben, zu der dann anschließenden Veröffentlichung, nämlich gar keine. Dieser Hinweis des bayerischen Innenministers hat in der Öffentlichkeit trotz von dem Ministerpräsidenten noch einmal wiedergegeben keine Rolle gespielt. Bitte unterschätzen Sie auch nicht, die haben nicht die Protokolle der Untersuchungsausschüsse, und das geht ja manchmal über 12, 14 Stunden im öffentlichen Bereich, sondern die sind darauf angewiesen, was sie vor Ort mitbekommen. Man kann nichts aufzeichnen, fotografieren während der Sitzung etc. Also da habe ich noch ein gewisses Verständnis. Die Dimension, die diese Aussage des Ministerpräsidenten aus Hessen hat, ist uns beiden klar. Aber so ist das ja jetzt inzwischen seit vielen Monaten. Hier geht eine Granate nach der anderen hoch. Andere Granate, wie Sie das nennen? Durch den skandalösen Auftritt dieses Herrn Fritsche, der gilt als heimlicher Innenminister, ist völlig überdeckt worden, welch ein riesiges Ausmaß die Aktenvernichtung gehabt hat. Wenn Sie das vielleicht nochmal darstellen können. Ja. Also Fritsche hat ja mitgeteilt, was dann später noch durch den vorgeblichen Sonderermittler, der ebenfalls von dem CSU-Mitglied, Fritsche ist ja auch CSU-Mitglied, Friedrich, also dem Bundesinnenminister, eingesetzt worden ist, dass 310 Akten nochmal jetzt im Juli vernichtet worden sind. Neben den gut 20 Akten aus dem November, Dezember und Januar dieses letzten Jahreswechsels
Über diese Akten entstand ein Hype in der Bundesrepublik, also sondersgleichen, sag ich mal. Über die 26. Über die 26. Die 310 ging in der Tat, genau wie Sie es eben dargestellt haben, weitestgehend unter. Und obwohl darunter 26 Handakten von G10-Überwachungsmaßnahmen enthalten waren, also Telefonüberwachung der Geheimdienste. Man versuchte, die Abgeordneten also irgendwie flach zu halten in ihrer Aufregung, indem man sagt, das seien ja nur Handakten, wobei Insider eben wissen, dass in den Handakten nicht nur das steht, was in der Hauptakte steht, sondern noch viel brisanteres Zeugs mehr. Einfach Dinge, die man nicht in die Hauptakte im Moment haben will, aus unterschiedlichsten Gründen. Darüber hinaus wurde klargestellt durch diesen Sonderermittler und Fritsche verkaufte das ja schon vor, dass über 90 dieser 310 Akten einen Personalbezug zur NSU haben. Gleichzeitig wurde immer das Sprachbild kommuniziert, dass ja die Mehrzahl der vernichteten Akten keinen Bezug zum NSU haben. Also es toppt die Vorgänge aus dem November bis Januar noch um ein Vielfaches. Und man kann darüber hinaus feststellen, dass die Anweisung des Bundesinnenministeriums aus dem Juli, nämlich ab dann keine Akten mehr zu vernichten, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem die Mittäter aus den Verfassungsschutzämtern weitestgehend sicher sein können, dass die Akten nicht mehr existieren oder die Akteninhalte vor allen Dingen, bei denen Beamte aus den Verfassungsschutzämtern belastet werden können. Hm. Also das ist unglaublich. Wenn wir das nochmal aufschlüsseln. 94 habe ich gelesen, Akten mit direktem NSU-Bezug waren unter diesen 310 Akten. Darunter auch richtige Personalakten von NSU-Informanten und Zuarbeitern. Ja. Also einschließlich dieses tollen V-Manns des LKA Berlin, der den drei Jungs, den beiden und dem einen Mädchen auch noch über ein Kilo Sprengstoff besorgt haben. Und der mehrfach den Aufenthaltsort genannt hatte. Richtig, oder auch die Akte von dem Menschen aus Baden-Württemberg, der sogar bei den G10-Überwachungsmaßnahmen in der Abteilung gearbeitet hat und dann Hauptamtlicher Verfassungsschutzbeamter und dann den Leiter des Ku Klux Klan Deutschland, gleichzeitig Baden-Württemberg, anrief, um ihn zu warnen, dass eine Durchsuchung bevorsteht. Hm. Was der noch alles gemacht hat, das kann man sich also vorstellen, aber das ist noch nicht belegt. Das sind Tathandlungen. Ja. Das ist auch nicht irgendwie indiziell oder wir können nicht beweisen, sondern es ist völlig klar, dass die Bombe, die noch unter der Oberfläche liegt, noch nicht gezündet hat, nämlich, dass man die direkte Tatbeteiligung von Verfassungsschutzbeamten durch Rat oder Tathilfe belegt hat. Mhm. Und dazu werden wir hoffentlich noch kommen. Mhm. Es gibt andere Kenner dieser ganzen Materie und Insider aus den Apparaten, die sagen, also ich werde auch manchmal gefragt, wenn ich berichte, und damit kommen die durch. Und dann, wenn ich das so reflektiere bei anderen Gesprächspartnern, wird gesagt, ja, damit kommen die durch. Mhm. Weil wer soll da genauer hintergucken? Also wer soll jetzt im Bundesinnenministerium eine Hausdurchsuchung durchführen, ob man noch mehr findet als das, was schon geschreddert ist, oder auch in den anderen Ämtern? Das macht man ja nicht. Der Hilferuf, dieser Notschrei aus Thüringen, dass der Innenminister sämtliche Akten ungeschwärzt nach Berlin geschickt hat, ist ein so schlagendes Beispiel dafür, in welchem katastrophalen Zustand, also der Innenminister hat es begriffen, in welchem katastrophalen Zustand die Verfassungsschutzämter sind. Man kann denen nicht trauen. Mhm. Wenn man den Auftrag gibt, so wie das ja ab November letzten Jahres geschah, nachdem die drei sich exekutierten, beziehungsweise dann auf der Flucht gegriffen wurden, die Tschepe. Wenn man den Ämtern den Auftrag gibt, jetzt aufzubereiten, die Akten zusammenzustellen, dann ist das gleichzeitig der Auftrag, beseitigt das, was euch belastet, also quasi auch die politisch Verantwortlichen. Dieser Satz ist der Kern, offenbar dieser 94 Akten. 94 geschredderte Akten mit direktem NSU-Bezug, die bedeuten können, dass
hauptamtliche Strukturen des Verfassungsschutzes direkt in die Tätigkeiten des NSU involviert sind. Ja, ja, klar. Nein, ja, und Sie sagen so, ja, ja, klar, Sie sind quasi täglich damit beschäftigt, aber für viele Menschen entschleiert sich das Ganze jetzt erst ganz allmählich, wie so festzustellen ist. Ja, das gilt ja auch für die Abgeordneten, was Sie gerade formuliert haben, Herr Pommerin. Mhm. Es dauert eben einfach zu lange, wenn überhaupt, bis man unhaltbare Darstellungen, also von Zeugen da im Untersuchungsausschuss und bestimmte Aktenaufbereitungen, die man dann ausgehändigt bekommt, häufig noch geschwärzt und anderes mehr abgearbeitet hat. Also während dieser Zeitverluste werden die Lügengebäude aus den Ämtern, so es irgend möglich ist, geflickt. Und die Zivilgesellschaft, also auch Sie und ich und natürlich auch die Parlamente, müssen sich neuerlich dran abarbeiten. Und deswegen ist das so schwierig, bis also auch der Letzte, sag ich mal, begriffen hat, welches Programm hier läuft. Diese Ämter resultieren eben aus braunen Kadern, das sind noch NSDAP-Leute, die das aufgebaut haben und das wurde jetzt ständig als Kontinuum weitergeführt. Mhm. Deswegen wird auch jetzt 2011, 2012 verdunkelt. Deswegen war es auch nicht möglich, über 13 Jahre lang diese NSU auffliegen zu lassen, weil sie die schützenden Hände aus den Verfassungsschutzämtern zur Seite hatten. Deswegen, also die Trotteligkeiten der Polizeien, können wir auch nochmal separat behandeln. Oder auch dort die Rechtslastigkeit in der Denkweise, das nicht zu verharmlosen. Aber das entscheidende Moment war, dass immer dann, wenn Polizeibeamte nah dran waren, der Verfassungsschutz hineingewirkt hat. Und das kenne ich ja noch selbst aus meiner Zeit im Landeskriminalamt, dass wir bestimmte Erlebnisse hatten, wo der BND Wünsche geäußert hat, also Bundesnachrichtendienst, für befreundete Dienste im Nahen Osten oder sonst was, irgendeine Drecksarbeit zu erledigen. Sie haben mal berichtet davon, dass in den, also weil das betrifft jetzt die Polizei, der geheime Teil der Polizei, der Staatsschutz, dass dort bürgerrechtlich angehauchte Polizistinnen und Polizisten sehr schlechte Bewerbungskarten hatten, wenn sie dort tätig werden wollten. Ja, gar keine. Also dafür ist nicht nur mein Beispiel Referent, sondern da kenne ich einige andere Kollegen. Also schon normale Sozialdemokraten haben da ein Problem zu arbeiten. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was zum Beispiel im höheren Dienst, auch bei den Pensionierten, über einen rechten Sozialdemokraten wie Henning Foscherer oder jahrelang Bürgermeister, also Ministerpräsident in Hamburg gewesen ist, gesagt und gedacht wird, oder dass bestimmte Leute aus diesem Kreis, höherer Dienst Polizei Hamburg, dann zu einer Veranstaltung nicht hinwollen, wenn er dort redet, dann ist das nur ein Ausdruck davon. Und ich selbst habe erlebt, ich wollte mein berufspraktisches Studienhalbjahr beim Staatsschutz machen in Hamburg. Und wenn ich Ihnen die Begründung nenne, weshalb das nicht gehen konnte, dann ist dem Letzten auch klar. Ja, also, erzählen Sie doch. Es ist ein rechter Haufen. Ja. Staatsschutz bundesweit, genauso wie Verfassung. Und das fällt den wenigsten, das können die wenigsten Abgeordneten realisieren. Die wollen es nicht glauben, auch bei den Grünen nicht. Also jetzt gerade dieses Beispiel mit der Berliner Polizei. Ich kenne Berliner Abgeordnete, also auch auf Landesebene, die halten das, haben das nicht für möglich gehalten. Und wir haben aber einen Innensenator in Berlin, der das abgestritten hat und erst nach hartnäckigen Nachfragen und Vorlegen von Beweisen das dann zugegeben hat. Und bei der entsprechenden Innenausschusssitzung in der letzten oder vorletzten Woche sich krank gemeldet hat. Ja, also dieser Innensenator ist genau so eine Minustype wie den wir jetzt hier in Hamburg haben. Also das ist ein Trauerspiel. Der Innensenator in Berlin ist fachlich, also vollkommen unkundig, verlässt sich auf die Zuarbeit aus seinem Apparat und damit ist er schon verlassen. Und das dokumentierte sich nirgendwo so krass wie an diesem Vorgang. Er hat das Parlament belogen, das ist belegt. Nicht nur den Ausschuss, er hat das Parlament belogen, sogar mehrfach.
versuchte dann seine Interimspolizeipräsident als Baueropfer aufzubauen. Davon ist er auch wieder zurück, musste er zurückweichen, weil das so schnell durch, also er ist völlig überfordert. Wir haben ja den gleichen Vorgang in verschiedenen, auf verschiedenen staatlichen Ebenen, ministeriellen Ebenen. Hier im Fall des Berliner Innensenators haben wir in dem Moment, wo das nicht mehr anders ging, musste das zugegeben werden, dann wird sich dafür entschuldigt, dass das ein peinliches Versehen gewesen sei. Fast wortgleich kam das Gleiche aus dem Verteidigungsministerium. Oh, de Maizière. Im Zusammenhang mit der Mundlos-Geschichte im Bundeswehrzusammenhang. Es gibt eine übergeordnete Haltung, eine übergeordnete Führung, der sich im Moment alle Exekutiven unterordnen. Ob Verteidigung, ob Verfassungsschutz, ob Polizei. Und das ist diese Kategorie, von denen wir jetzt vor gut einem Monat geschrieben haben, gesprochen auch schon vorher, dass es also diese Monstermine gibt, die noch nicht losgegangen ist. Und ich kann nur hoffen, dass vor allen Dingen dieser Untersuchungsausschuss unter Edertis Führung weiterhin konsequent nachbohrt. Es gibt noch einen ganz, ganz, ganz großen Mangel an der Aufklärungsarbeit. Also es fehlt an richtig guten Fachleuten in diesen Ausschüssen und deren Mitarbeiterstäben. Und es gibt in der Herangehensweise keine richtige Systematik, Herr Pommerin. Mhm. Die hüpfen von einer, also Sie kennen ja den Spruch von Geißler, dass ständig also Generalsekretär der CDU war, dass jetzt wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und dann stürzen sich alle drauf, Politik wie Medien und Bevölkerung. Mhm. Und so ähnlich ist es hier auch. Mhm. Dann geht bei Ku Klux Klan was hoch, dann hüpfen sie darauf, dann geht in Berlin dieser Fonds und dann hüpfen sie darauf. Was völlig unter die Räder zu geraten droht, ist der Ausgangspunkt der jetzigen Arbeitsweise, nämlich der 4. November. Da ist nämlich was schiefgegangen. Vorher ging auch schon gelegentlich was schief, wie in Hessen, in Kassel war ein Tod, dass der Verfassungsschützer praktisch aufflog, aber man hat es geschafft, ihn dann doch zu schützen. Aber die Geschichte, als so wird es ja dargestellt, der eine sich auf Verlangen töten ließ und der andere einen Freitod begangen und die dritte dann das Haus sprengte und damit in Brand setzte und eine völlig ungeordnete Flucht hinlegte. Da ging etwas schief. Da geht man im Moment nicht ran. Also diese ganzen Pseudo-Ermittler in den Ausschüssen, das ist der Haupt, das wäre der klügste Ansatz, wenn man dort mal richtig hineinginge. Man findet nämlich dann, wenn etwas schief geht, auch am ehesten Ansatzpunkte, was wirklich los ist. Und Sie wissen, wie oft die Zschäpe allein nach der Explosion, nach der Inbrandsetzung des Hauses im Innenministerium, das Innenministerium angewählt hat. Das heißt, da gab es noch ganz aktuell Kontakte und Drähte, sonst würde sowas nicht stattfinden. Und diesen Bereich, das verlassen sich anscheinend einige, sowohl der zuständige Untersuchungsausschuss des Landes als auch im Bund darauf, was ihnen zugeliefert wird. Mittlerweile sind ja durchaus, keine Ahnung, die Zahlen habe ich jetzt nicht genau, aber so fünf V-Leute, die eng persönlichen Kontakt gehabt haben zu den drei NSU-Leuten. Mhm. Darunter auch der baden-württembergische V-Mann, Chef des Kuckucksklan und Polizist. Mhm. Dort, Kuckucksklan, kommen auch weitere Namen ins Gespräch. Es sollte gestern, ich habe nichts gelesen dazu, eine Erklärung des baden-württembergischen Innenministers geben. Zum aktuellen und neuen Ermittlungsstand. Es kommt ins Gespräch, dass die Michelle Kiesewetter, Polizistin, einen Vorgesetzten hatte, der Ku Klux Klan Mitglied war. Das ist aber auch schon zig Wochen bekannt. Ja. Aber es wird immer gedeckelt. Nicht? Man muss gucken und wieder ziehen und zerren. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Also 5 V-Leute waren dicht dran, was bisher bekannt ist. Über 100 Unterstützer haben die drei gehabt. Über 100 Rechtsextremisten und Radikale sind noch per Haftbefehl im Untergrund. Also die Dimension ist heftig. Das NSU ist auch keine singuläre Erscheinung, sondern aufgrund dieser Zahlen muss man alleine davon ausgehen, dass Ähnliches noch möglich ist oder auch noch als ins Hellfeld gelangt. Und zum Ku Klux Klan,
Da haben wir Kritische die sichere Kenntnis, dass eben weit über ein Dutzend, wenn nicht Dutzende Polizeibeamte aus Baden-Württemberg mit dem NSU in Kontakt gewesen sind. Mhm. Wir haben einen Vorgang, aufgrund dessen wir wissen, dass es dort bei bestimmten Festivitäten in der Nähe des Tötungsorts der Polizeibeamte in Kiesewetter immer wieder bei bestimmten Festivitäten, wenn das Gros der Menschen abgezogen war, um 1-2 Uhr nachts, auch die drei auftauchten. Schäpe, Mundlos, Böhnhardt. Und gleichzeitig etliche Polizisten aus Baden-Württemberg präsent waren. Man ließ dann die Sau raus. Also ich meine jetzt damit harter Rechtsrock wurde gespielt. Es fanden natürlich entsprechende Gespräche statt, aber davon haben die wenigsten was mitbekommen. So, und bis heute, und dies Gedruckse da auch in Baden-Württemberg unter einer grün geführten Landesregierung ist genauso unerträglich wie vieles andere, bis heute meldet sich offenkundig kein Polizeibeamter aus diesem Kreis und sagt, pass mal auf, ich habe das und das erlebt damals, Ende der 90er. Ich weiß zumindest das und das, auch wenn es dann und dann abbricht, meinetwegen 2002 oder 2004. Also die Aussage ist klar, es gab solche Ereignisse, Feiern, die drei tauchten da auf und es wurde entsprechend gefeiert und entsprechende Gespräche wurden geführt. Also nochmal einen anderen Gesichtspunkt, weil, verstehen Sie, man kann ja auch den geben, was man will, also den staatlichen Behörden. Also zum Beispiel diese Information, die ich Ihnen eben gesagt habe, die wurde entwickelt über einen Mensch, der sich an uns gewendet hat, der uns ganz klar gesagt hat, ich gehe nicht mehr an die Polizei oder an andere. Also es war eine Person, die wurde sogar von Vorgesetzten bestimmter Polizeibeamter da unten ständig ins Gespräch genommen, dass sie doch bitte sich darum kümmern möchte, dass eine Person aus ihrem persönlichen Nahfeld, also ein Polizeibeamter, nicht mehr Kontakt zu diesem rechten Bereich hat. Also das heißt, noch weitere Vorgesetzten wussten mindestens andeutungsweise, was da abgeht. Hm. Und bis heute tut sich nichts. Hm. Aber nochmal ein anderer Gesichtspunkt. Wir hatten ja jetzt zu fassen auch Fritsches Auftritt mit den 310 geschredderten Akten Mitte dieses Jahres. Ja. Ein unglaublicher Vorgang. Danach kam der Sonderermittler Engelke in Zeugenstand. Der, also Sonderermittler ist auch ein Euphemismus. Der wurde von Friedrich, dem CSU-Bundesinnenminister, eingesetzt, weil er eigentlich die 26 geschredderten Akten aus November bis Januar 2012 aufarbeiten sollte. Und dabei stellte er fest, huch, da sind ja nochmal 310 Akten geschreddert. Dann hat er einen Bericht gemacht von 8 Seiten, der öffentlich ist, und einen weiteren Bericht von 80 Seiten, der nicht öffentlich, also geheim eingestuft. Mhm. Darüber haben wurde er heute einvernommen in geschlossener Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist Folgendes. Das ist schon Ausdruck von Augierstall, also Saustall, dass man überhaupt einen Sonderermittler einsetzen muss, um feststellen zu können, was wird in meinem eigenen Haus mit Akten gemacht. Normalerweise müssten dafür 1-2 Stunden reichen, man fragt hinein und dann wird einem berichtet, die und die Akten sind dahin gegangen oder vernichtet oder stehen noch im Regal. Also der Begriff Sonderermittler für diesen Engelke ist schon eine Zumutung. Er kommt aus dem Verfassungsschutz, er ist zuständig im Bundesinnenministerium jetzt in der Unterabteilung Verfassungsschutz und der Junge, also der, von dem können wir nichts erwarten. Der spielt das Spiel weiter mit, was die Kölner gern, also das Bundesamt Verfassungsschutz sitzt ja in Köln, gerne haben möchten. Also das sind, und so reiht sich ein Vorgang an den anderen und viel wesentlicher sind die groben Züge. Also wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, das Problem ist, dass keiner hinten richtig gucken kann, weil sie können schlecht, also der Parlamentarische Untersuchungsausschuss kann keine Polizisten in Marsch setzen, um das Innenministerium in bestimmten Bereichen durchzusäubern. Mhm. Geht nicht. Mhm. Das heißt, die können verarscht werden und sind praktisch ohnmächtig. Mir geht auch inzwischen längst auf den Zeiger, und nicht nur mir, auch vielen Journalisten, wenn immer wieder, das
Entsetzen und die Fassungslosigkeit von Sprechern der Fraktion geäußert wird, nach der nächsten Schredderaktion oder einer anderen Form von Unwahrheit, mit denen sie konfrontiert werden. Sie müssen langsam mal begreifen, dass das Ganze, was mit ihnen gemacht wird, System ist.